Hallo und herzlich willkommen zu DC Universe Online. Ja, Floppy 5005 ist wieder da. Mit seinem interessanten Guide für das Spiel. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ich so genau machen muss, weil es ja schon ein bisschen her ist. Eine Information habe ich, 24.07., das war gestern für mich jetzt gerade. Beginnt wieder mal die Aktion, dass alle Episoden frei sind für alle Spieler, also auch Free-to-Play-Spieler und die keinerlei Episoden gekauft haben, können in alles hinein. Das ist vielleicht ganz interessant, sich das mal anzugucken, ob es sich denn dann lohnt, vielleicht doch Episoden zu kaufen, da könnt ihr mal rumschnuppern. So, ja, wir sind 86, ich habe eben noch einen Teil in meinem Rucksack gehabt, das habe ich eingesetzt und bin dann von 84 auf 86 gestiegen, ist also nichts weiter passiert. Als das. Ich habe nichts zwischendurch gemacht oder so. Und ja, am besten immer mal ins Journal gucken, würde ich sagen. Da kann ich mich dran erinnern, wir haben ja diese Dailies gemacht, die in der offenen Welt herumschwirren. Hier sind wir bei den Steelworks gewesen, haben da eine Aufgabe gelöst, um dann solche Teile zu bekommen. Die Dailies, die machen wir nicht hier komplett durch. Das wäre irgendwie Quatsch. Ihr geht einfach täglich hin und macht es so lange, bis ihr die gesamten Rüstungen zusammen habt. Und dabei müsst ihr dann immer einen Teil dazu nehmen. Und das gibt dann auch den Feed für die gesamte Rüstung und steigert euch natürlich auch. Also, ne, da haben wir Steelworks, da haben wir die Ace, die haben wir auch gemacht. Was ist das? Da haben wir auch schon dreimal irgendwas gemacht. Untergängenschmuggler. Die sind wohl in Metropolis, Krieger des Lichts, was ist das? Ich soll einen Teleport zum Wachturm, um zum Mongus Kommunikationszentrum zu reisen. Okay. Das ist Stufe 84. Und ich bin ja 86, das heißt also, es ist theoretisch was für uns. Okay, dann wollen wir mal nach Mongo. Das Reich der Laternen. Der grünen, der gelben und auch der anderen. Wollen wir da mal hinreisen, mal gucken, was die da für uns haben. Ich glaube, da gibt es auch so Dailies. Muss ich hier lang? Ja, ich muss hier lang. Da haben wir den Eingang nach Mongo. Gehen wir mal hin. Tada, da sind wir da. Moin Luke. Ja, fliegen wir mal und fragen mal ein paar Leute, was hier so abgeht. Ich achte ja nicht drauf, ob DLC oder nicht. Ich vermute ganz stark, dass hier ist ein DLC. Also ein Download-Content. Er hier wird wahrscheinlich Klamotten haben. Ah ja, und synthetische Sachen. So, da haben wir Gegenstandslevel 30. Verbessert und stark. Wir brauchen dafür... Wir können sogar schon was kaufen. Wir brauchen dafür Siegesmarken. Das heißt, wir können sie überall herbekommen. Haben wir das denn schon gesammelt? Nee, haben wir auch noch nicht gesammelt. Ja, okay. Das verbessert uns sogar gewaltig. Ringe. Gut. Was ist 60 und 50 und sowas? Okay. Guti. Das heißt also, würden uns dann jetzt, um weiterzukommen, hier aufhalten. Wer bist du? Zerstöre die Überreste besiegter Manhunter. Okay, das nehmen wir da mal an. Und das sollen wir 12-mal zerstören. Sprich mit Hal Jordan. Wo ist denn Hal Jordan? Gucken wir erstmal hier. Das ist nicht Hal Jordan. Hey Jordan, wo bist denn du? Du bist wahrscheinlich auch eine Nebenaufgabe, beziehungsweise eine Daily-Aufgabe. Kommunikationsoffiziere finden. In der Kampfzone. Ja, das ist ja Metropolis hier. Ein anderes Metropolis, eine andere Welt. Aber Hey Jordan ist hier nicht zu sehen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass da ein Teleporter ist. Also klar habe ich gesehen, ich habe es ja früher schon gemacht, aber ne, hier ist ein Teleport. Und ich glaube, das hier ist Dr. Light oder so ähnlich. Achso, nee, das sind die Bounties.
Ja, die kann man, zumindest nicht mit der CCR, die wir jetzt haben, die kann man nicht alleine machen. Die haben wir früher auch zu acht gemacht. Mindestens acht. Da müsst ihr tatsächlich eine Gruppe finden, um die zu besiegen. Und die müssen gesucht werden. Vielleicht sehen wir zufällig einen, die haben ihre Spots überall verteilt in Metropolis, in diese Metropolis, ne? Transport in die Kampfzone. Da könnt ihr nicht alleine ran an die Dinger. So, geh dich zum Ziel. Was willst du denn von mir? Jetzt soll ich mich wieder zurück? Okay, gehe ich wieder zurück. Ist schon ein bisschen her. Muss ich mich erst zurechtfinden. Sprich mit Hal Jordan. Ich hab's ja versucht, aber er hat sich versteckt. Hal Jordan, Hal Jordan. Ach, da ist Hal Jordan. Steht er ja. Okay, ich spreche mit ihm. Und er spricht. Alles klar. Schließe die Reparation, Lantern-Einsatzteam ab und sprich mit seinem Walker. Irgendwie fehlen hier die ganzen Zeichen. Aber Operation Lantern-Einsatzteam, ich glaube, das ist doch ein Dingsbums. Ja, das hier sind die dazugehörigen. Ja, da ist es ja auch schon. Ja, das sind die dazugehörigen Alerts. Aber wir sind ja alleine. Deswegen gucken wir mal. Wir haben doch hier jetzt Aufgaben bekommen, oder? Mongos Kommandozentrum, da sind die Aufgaben. Aktivieren wir das mal. Begib dich zur Kampfzone. Nun haben wir's. Ja, das habe ich allerdings nur bei diesem Charakter, dass sich die Aufgaben nicht von selbst aktivieren. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich hoffe, ihr habt es nicht. Ich kannte das auch noch nicht, dass es sowas gibt. Aber meine Aufgaben aktivieren sich einfach nicht von selbst. Gut, da haben wir dann wieder einen Pfeil. Allerdings habe ich dann hier so ein Geräusch gehört. Ja, haben sie gar keine Mühe mehr gegeben mit Übersetzen, wa? Nichts mehr übersetzt. Echt schade. Das war mal richtig schön. Gut, also das ist auch eine sogenannte Daily. Wenn ihr dann CR84 erreicht habt, könnt ihr dann hier rein, nach Mongo, und den Kram hier machen. Die müsst ihr auch gut aufpassen. Die können euch auch ganz schön vermöbeln. Und das hier sind wahrscheinlich diese komischen Manhunter-Überreste, jawohl. Und wir legen uns erstmal nicht mit denen an, sondern fliegen erstmal zu den weißen Points. Sich nicht vermeiden lassen, sich hier mit jemandem anzulegen. Aber solange ich es vermeiden kann, versuche ich das. Das ist doch auch so ein Ding. Komm, darf mich nicht sehen. Geschafft. Ja. Da ist auch was. Wir wurden quasi zum Müllmann degradiert. Ist das nicht schön? Ja, hier im Park geht das ja auch gar nicht. So. Da kämpfen wieder welche. Da. Straßenecke. Da lacht da. Ihr seht ja diese weißen Pfeile, die zeigen immer nach oben oder nach unten. Das heißt dann also, sie sind oben oder unten. Dieser hier war oben, deswegen bin ich hochgeflogen, falls ihr das vergessen habt. So interpretiert man sie.
Moin, Kollege. Oh, ich falle. Da soll unten noch einer sein. Zwei Stück noch und wir mussten noch nicht einmal kämpfen. Das ist immer gut. Die Aufgaben variieren natürlich, ne? Das heißt, ihr bekommt jedes Mal eine andere Aufgabe. Und das lässt sich dann auch nicht vermeiden, dass hier gekämpft werden muss. So, wenn... Oh, fertig. Und ein Siegesabzeichen. Wie schön. So, Standort. Mongus, Dingsbums. Reihe dich hier in die Warteschlange der Lantern. Einsatzteam ab. Und das ist unzureichend, finde Kommunikationsoffiziere, bla bla bla. Das ist also die andere Aufgabe hier. Müssen wir da lang fliegen. Machen wir das. Ja, hier gibt es natürlich auch wieder jede Menge Fragezeichen, Ausrufezeichen und so weiter, die man hier sammeln kann, tun sollen müsste. Und natürlich diese Bounties, denen ihr lieber nicht alleine gegenüberstehen solltet. Ich habe jetzt die CR vergessen, die wir da so hatten. Da ist einer. Das ist der Gorilla. Grimmiger Gorilla Grott. Das sind die Bounties. Und wie gesagt, alleine keine Chance. Ich wüsste nicht mal, ob mein Großer die Chance hätte. Mit 197. Ich vermute zwar schon, weil er hat 97. Er ist CR 97. Ja gut, der Große würde es vielleicht schaffen. Aber mit 86 schafft ihr es nicht. Also da solltet ihr schon euch eine Gruppe zusammenstellen und die Viecher suchen gehen. Da gibt es dann auch mehrere Feeds, soweit ich weiß. Und die sind, wie gesagt, überall verteilt. Das hier ist ein Spot. Es kommt auch nicht immer derselbe. Die wechseln sich dann mal gerne ab. Aber so sehen die Viecher aus. Sie sind groß, sie sind bekannt. Ne, Gorilla Rot kennt man ja. Ah, oh, liebe Hilfe. Und leuchten rot. So, weg hier. Und zur Aufgabe. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Aufgaben. Wenn ihr euch die da vorne holt, dann wechseln die. Aber die erklären sich ja gerne mal von selbst. In den meisten Fällen. Sowas lassen wir natürlich nicht liegen. Es glänzt. Das müssen wir haben. So. Besorge Kommunikationscodes. Ja. Yeah. Ah, da wird... Nein, das ist grün. Ich will mal einen finden hier. Oh, ich kann sie nicht liegen lassen, ne? Ich muss sie haben. Ich muss sie alle haben. Jetzt wirst du auch mal angezeigt. So, das ist also einer, von dem wir was besorgen sollen. Tja, machen wir das nochmal. Ja. Gar nicht so schwer, wie ich dachte. Sehr schön. Ja, ich erinnere mich an die blöden Viecher. Da gibt es übrigens auch eine Feed, wenn man diese hier zu einer gewissen Anzahl massakriert hat. Ich habe natürlich nicht im Kopf, wie viele es waren, aber... Also wenn ihr sie seht, nehmt ihr sie ruhig mit, egal ob die Aufgabe gerade habt oder nicht. Ich glaube, es war schon eine ganze Menge. Könnt ihr aber unter den Heldentaten natürlich nachlesen. Und sie sind, wie ihr seht, ganz schön selten. Ja, das, wenn man jetzt Zauberer ist, also so wie ich Zauberer ist, wird sich das mit der Furie, glaube ich, ändern, dass es dann nicht mehr so leicht sein wird. Ich glaube, die Furie wird sehr viel schwächer werden. Ah, so selten sind die jetzt aber gar nicht, wie ich es im Kopf habe. Die stehen ja fast an jeder Ecke. Der Fallzeichen nach oben. Gucken wir da mal oben. Tatsächlich. Und der Pfeil feucht nach unten.
In Mongo gibt es jede Menge Feeds. Die muss ich mal gucken, ob ich da welche von in die Heldentaten-Videos packe. Aber inzwischen müsst ihr ja gesehen haben, also die sind ja meist nicht kompliziert, die meisten sind ja Sammelfeeds. Die komplizierten machen wir natürlich trotzdem immer noch, um sie zu zeigen, wie sie funktionieren. Aber diese ganzen Sammelfeeds braucht man eigentlich nicht erklären. Wenn sie mir einfallen, wenn ich da gerade bin, erzähle ich das gerne mit. Aber darüber dann komplizierte Videos zu machen, ist glaube ich nicht nötig. Einfach Heldentaten, DLC und das ist dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie das DLC hieß. Aber das werdet ihr wahrscheinlich selbst rausfinden können. Die New Genesis, die fand ich schon ein bisschen schwieriger teilweise. Deswegen habe ich die ja auch gemacht. Aber hier ist den sammeln und das sammeln und diese so oft umbringen und den so oft umbringen. Ich glaube, das versteht sich alles von selbst. Ich werde mir sie nochmal anschauen, wenn da was ist, was etwas komplizierter klingt. Mache ich das gerne. Aber was ich, man soll Dr. Light 15 mal umbringen. Man muss die komischen Mongos sage ich schon hier, Grimmigen, genau, der grimmige Gorilla. Und davon gibt es irgendwie 5 oder 6 verschiedene. Die muss man so und so oft umgebracht haben. Und ja. Haben wir den auch. Jetzt möchte er, dass ich da zurückfliege. Ja, das sind schon die Dailies in Mongo. Wir haben den Bounty-Kram erst nicht angenommen. Deswegen sind wir hier jetzt auch schon fertig. Ja, und kommt ihr dann am nächsten Tag hierher, ist die Aufgabe anders. Es wirkt fast so. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Krieger des Lichts, Sack Island, sind die jetzt verschwunden hier? Ach, ich kann die hier bestätigen. Das ist ja auch schön. Ja, das ist ja schön. Brauche ich gar nicht abgeben. Das finde ich sehr schön. Das ist nämlich echt nervig. Und jetzt haben wir hier Krieger des Lichts. Da sollen wir diese Alarmmeldung machen. Da kann man sich dann einreihen. Und bekommt da dann auch Rüstung und so. Ja, um Rüstung zu kaufen, müsst ihr jetzt Marken sammeln in Mongo. Hier würde es quasi weitergehen, so ab 84. Kann man sich hier die nächste Rüstung besorgen. Um voranzukommen. Die Marken müssen natürlich aus Mongo kommen, aber wie ihr seht, so langsam gibt es echt zu tun. Um die ganzen Dailies zu machen. Um damit die Heldentaten zu machen. Denn jede Rüstung, die man vervollständigt, ist eine Heldentat. Und glaubt mir, sobald die Stats Revamp rauskommt, das soll ja jetzt bald geschehen. Kurz nachdem die Episoden frei sind, also ich glaube irgendwie 27. diesen Monats oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, was ihr da braucht, sind Heldentaten, Punkte, also richtig, richtig Punkte. Sonst seid ihr hoffnungslos verloren. Das heißt, ihr müsst jeden Kram machen auf dem Weg zu höherem CR. Also nicht alles, was ihr hier so seht, ich gehe nochmal zurück. Diese müsst ihr täglich machen, bis ihr die gesamten Rüstung voll habt. Und ihr bekommt ihr die Rüstung immer nur, wenn ihr 5 Mal hier gemacht habt. Also 5 Tage die Aufgabe machen. Und dann könnt ihr euch einen aussuchen und dann müsst ihr der Reihe nach die Dinge aussuchen. Selbst wenn sie nicht mehr so stark sind wie die Rüstung, die ihr anhabt. Selbst dann müsst ihr sie dann nehmen, einmal anziehen, wieder ausziehen, damit sie gesammelt ist. Und ja, wie viel sind es hier? Wir können ja mal eben durchgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ja, 9 Stück. Also 9 mal 5 Tage. Dann habt ihr diese Aufgabe erfüllt. Die anderen macht ihr natürlich, die könnt ihr dann am selben Tag machen. Ne? Das ist dann Steelworks, Silberkram. Da war, glaube ich, Strikers ist ja auch noch da, Intergang Strikers. Müsst ihr dann natürlich auch 5 Mal machen, weil da ist ja auch noch dieser Bounty, den ihr auch nicht alleine machen solltet. Söhne Trigons.
Das ist ja ein Ödland. Das behandeln wir ein andermal. Was ist das? Findet Satana im Wachturm und hilft ihr. Ach du liebe Zeit. Ist auch 84. Ja, ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Jetzt habt ihr erstmal gesehen, wie die Dailies in Mongol aussehen. Ja, es ist ganz schön was zu tun. 3 oder 4 Dailies sind das, die man jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, wenn man denn täglich spielen möchte und kann, machen müsste, um die ganzen Punkte da abzugreifen. Und ich kann es nur empfehlen, tut es unbedingt. Denn ihr werdet die Punkte brauchen. Da ist meiner Meinung nach Gott sei Dank nicht mehr CR abhängig sein wird, wie viel man an Schaden, an Heilung oder an Controlling raushaut. Das wird sich ganz gewaltig nur noch auf die Stats, also auf die Punkte, auf die Heldentatenpunkte konzentrieren. Und wenn ihr da nicht genug habt, ja, geht ihr irgendwo rein, wird ihr rausgeschmissen, weil da nur heiße Luft rauskommt. So wie es früher immer war, und ich persönlich finde das auch ganz gut. Weil warum sollte ich einfach jeden Tag irgendwelchen Quatsch machen, ohne tatsächlich ein Ziel zu verfolgen? Und wenn ich einen CR von 201 habe, ist momentan das höchste. Und mit 50 bis 150 Punkten darum laufe, dann nützt mir das überhaupt nichts mehr. Das heißt, es ist soweit im Grunde, ist jetzt schon zu spät, damit überhaupt anzufangen, hätte ich beinahe gesagt. Nein, es ist nicht zu spät, damit anzufangen, aber es ist in 1, 2, 3 Wochen, ist es soweit, dann ist es da und dann werdet ihr auch deutlich merken, wie eure Kraft flöten geht, wenn ihr noch keine Heldentatenpunkte habt. Das heißt also, an die Arbeit machen und die ganzen Dailies, die ganzen Heldentaten lesen und punkten. Ne? Ihr findet die Heldentaten, ja, aha, Escape, Heldentaten. Ihr geht sie einfach durch. Gut, ihr fangt vielleicht nicht mit Legende an, aber mit Allgemeinkünde zum Beispiel anfangen. Wir sehen, was hier noch alles ist. Und das hier sind die Allgemeinen, sind die unheimlich einfachen. Da müsst ihr durch die Gegend fliegen und die Rennen könnt ihr machen. Dann haben wir das Ansehen. Müsst ihr einfach nur die Duos und die Vierer machen, die zu den Themen gehören. Wayne Takes Stars und Wächter, das ist also auch recht einfach, weil jedes Mal, wenn ihr drin wart, bekommt ihr so eine kleine Medaille, die euch das Ansehen erhöht. Verdienstmarken bekommt ihr eigentlich auch zugeschmissen. Die müsst ihr dann auch nur sammeln. Die müsst ihr ausrüsten. Habe ich aber mal gezeigt in einem Video. Ausrüsten und benutzen quasi einfach nur. Da streckt ihr nur den Arm in die Luft und das war's schon. Sammelobjekte sind, glaube ich, ja, das sind die Fragezeichen und die Ausrufezeichen. Das sind also die furchtbar einfachen. Hier gibt es die Erkundung. Die müsst ihr dann noch machen. Das heißt, ihr müsst dann noch rein. Das heißt, ihr geht in die, ja, hier in die Bäthöhle. Also das ist, glaube ich, auch ein 4er oder ein 8er, ich bin mir nicht sicher. Also das rein Instanzen, nur dass ihr da durchgelaufen seid, dafür kriegt ihr da schon. Metropolis scheinen wir schon mal ein bisschen gezeigt zu haben. Gotham haben wir auch schon alles durch. Warnmeldung ist auch ist das gleiche. Ihr geht da rein in die Warnmeldung, geht durch und habt's. Die Solos, da könnt ihr euch dann mal richtig Action machen. Die habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Die furchtbaren Toymen, die findet ihr im Monitorraum in der, wie heißt das Ding jetzt, im Watchtower, im Wachturm. Die sind furchtbar, aber auch da hat man sich mal durchkämpfen müssen. Schließe 50 Herausforderungen ab. Ach, Expertenherausforderungen. Ja, das sind so Sachen, die kommen fast von selbst. Da müsst ihr einfach mal durchgucken und einfach sehen. Hier die ganzen Nebenmissionen, das sage ich immer wieder. Wenn ihr ein Ausrufezeichen seht in dem Gebiet, in dem ihr gerade seid, das sind die Nebenmissionen, nehmt sie in jedem Fall immer an. Anscheinend habe ich da 3 vergessen beim Leveln, habe sie wohl nicht mitbekommen. Weiß nicht genau warum und im Grunde müsste man die jetzt suchen gehen. Was natürlich furchtbar ist. Obwohl die Nebenmissionen, Handlungsstrang Überleben des Stärkeren. Ja, das ist im Nachhinein unheimlich schwierig, deswegen habe ich beim Leveln auch so oft darauf hingewiesen. Da müsst ihr unbedingt ran. Was haben wir hier? Achso, ja, das ist, habe ich dir auch erklärt, erinnere mich dran. Der linke Weg ist im Bane gewesen und der rechte Weg wäre Hasch. Da müsst ihr einfach nur so oft rein. Das ist der Pinguin. Gothams Kanalisation, glaube ich, heißt es. U-Bahn von Gotham, genau. Und da müsst ihr nur so oft rein, bis ihr den Hasch besiegt habt. Habt ihr den Punkt auch schon. Diese Löwenjungen, da bastle ich immer noch dran, das wieder hinzukriegen, weil ich die ständig alle aus Versehen kaputt mache. Ich hoffe, irgendwann schaffe ich es. Das heißt, ihr müsst die ganzen kleinen Löwen leben lassen.
wenn ihr in der Universität von Gotham seid und da in den Keller kommt, müssen die beiden Großen, Mama und Papa, müsst ihr umbringen und die Kleinen müssen euch hinterherlaufen. Gar nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Ja, aber wie gesagt, es steht hier alles, es steht hier auch auf Deutsch. Das sollte man hinbekommen. Und es sind keine komplizierten, manchmal schwierig, aber nicht kompliziert. Ne, das wären dann die Solos. Um die brauche ich euch nicht wirklich kümmern, weil das von selbst kommt. Zerstören und fertigen, das macht ihr mit der Zeit automatisch immer wieder. Das ist aber fast ein lebenslanger Feed, weil das geht bis 25.000. Aber da braucht ihr euch nicht wirklich drum kümmern. Das sind die Stile, also die ganzen Rüstungen, die ihr sammeln müsstet. Und ihr seht da viele Dreierpunkte, unheimlich viele Dreierpunkte. Und das ist es, was ich meine. Und die kriegt ihr eben auch nur, wenn ihr diese Dailies macht und dort die Rüstung einsammelt. Dann bekommt ihr diese Dinger. Und davon gibt's dann 3 verschiedene. Da habe ich nach 6,5 Jahren auch noch nicht immer alle voll. Weil ab und zu sind einem Aufgaben auch zu blöd. Bei mir sind es dann diese Aufgaben, wo ich nicht ich selbst spielen darf, sondern irgend so eine Ikone spielen muss. Die mag ich eben gar nicht. Und ich mag eben PvP auch gar nicht. Und bei PvP, da lohnt sich's richtig, wenn man das mögen würde. Da seht ihr, da ist ja jede Menge Kram. Auch die PvP-Rüstung natürlich. Auch die ist wieder mal, gehört dazu. Die Duos, genau, da gibt's dann auch jede Menge. Einfach nach und nach durchgehen. Wenn ihr eure Dailies fertig habt, die das Rüstungsteil dann gesammelt, dann empfehle ich, so hab's ich gemacht, fangt ihr bei den Solos an. Und guckt, was ihr hier machen müsst. Toyman, habe ich gesagt, ist in Watchtower, im Monitorraum, der in der Mitte. Oder ihr nehmt dann, ja, die Mission zu finden und zu suchen. Da könnt ihr im Internet mal googeln. Oder unter dem Video stehen ja immer diese Links von den Seiten. Und dort findet ihr wahrscheinlich auch Hinweise, wo das sein könnte. Am einfachsten sind natürlich die Nicht-Sterben-Feeds. Und ich glaube, mal gucken. Ach ja, da muss ich dann. Das sind eben auch so eine Art Bounties. Das sind die Leute, die in der offenen Welt rumstehen. Ja, genau. Das sind die, die in der offenen Welt so herumstehen. Ihr seht auch ungefähr immer wo. Hier der Minotaur, den haben wir schon mal gesehen. Und Killer Frost, ja. Da sind die Positionen sind relativ fest, kommt ihr im Grunde auch automatisch hin. Erkennt sie vielleicht nicht immer, allerdings hauen die euch so schnell auf die Fresse, dass ihr sie danach dann auf jeden Fall wieder erkennt. Und die sind, also das sind die Bounties. Ich glaube, davon hängen auch die Wanted Poster in den Revieren. Ich glaube, die sind da alle mit bei, das heißt, ihr müsstet die dann auch nur aktivieren und würdet den Weg dorthin relativ einfach finden. Ja, das ist es. Was ich erstmal sagen, sammelt Punkte, unbedingt Punkte sammeln. Denn die werdet ihr brauchen, sonst könnt ihr nichts mehr mitspielen. Also macht euch die Mühe und sammelt die ganzen Rüstungsteile von diesen Daily Missionen. Da kommen noch einiges auf euch zu. Das ist jetzt nur der Anfang und da kommen immer wieder und immer neue und immer mehr. Und ja, es ist eine Routinearbeit, die habe ich früher immer so als erstes durchgemacht oder nachts, wenn ich nicht schlafen konnte oder was auch immer, habe ich dann die ganzen Dailies immer so gemacht. Und erst dann die Raids und Duos und Alarmmeldungen. Und nur so könnt ihr da auch wirklich vorankommen. Und meistens, wenn man jetzt hier in Mongo ist zum Beispiel, würde es mich ja auch verbessern, jede Menge zum Beispiel. Aber die Freiheitsmarken, hätte ich beinahe gesagt, wie heißen sie, Siegesmarken, die sammelt man ja auch in anderen Raids und nicht nur hier. Und kann sich die Rüstung dann natürlich auch schneller kaufen. Ist dann mit den Dailies auch schneller fertig. Kann auch diese bescheuerte Rüstung endlich komplett kaufen, damit der Feed kommt. Und sich dann auf zum nächsten machen. Ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen.